Warte, das kommt mir bekannt vor, dieses Geräusch. Es erinnert mich an, ja, Chips. Lecker! Herzlich willkommen zum Ankerplatz-Gottesdienst der Baptistengemeinde Kiel. Im Audioformat, ein Hörgottesdienst. Heute geht es ums Essen. Oder nein, vielmehr um Nahrungsaufnahme. Was uns schmeckt. Was uns satt macht. Im Glauben. Schwarzbrot macht im Allgemeinen ja in jedem Fall satt. Ernährungswissenschaftler sagen, es ist auch gesund. Und oft wird dieses Bild ja auch für das Wachstum im Glauben gewählt. Aber was ist, wenn ich nun viel lieber Brioche mag? Dieses leckere französische Hefegebäck, so mit Butter und Erdbeermarmelade. Zwischen Brioche und Schwarzbrot. Wir nähern uns in diesem Hörgottesdienst der Frage, was die richtige Nahrung ist, die wir im Glauben brauchen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns sieht und liebt. Im Namen des Sohnes, in dem Gott uns als Mensch ganz nahe kam. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns miteinander verbindet. Ach ja, wo wir so viel über Essen reden heute, holt euch doch mal eben einen Snack, während wir etwas Musik hören. Sehnsucht ruft in uns ein Lied aus uralten Zeiten, dass dein Königreich kommt, deine Herrschaft. Am Ende der Zeiten, Herr des Himmels, komm, komm in Herrlichkeit. Wir rufen zu dir mit den Völkern der Welt, komm her, komm. Wir rufen zu dir mit der Schöpfung. Durch die Zeit, komm her, komm.
Und? Was hast du dir geholt? Was für ein Snack war es? Hast du gefunden, worauf du Appetit hattest? Hattest du überhaupt Hunger? Hast du dir überhaupt was geholt? Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich war jetzt gefühlt 3-mal am Kühlschrank, alleine heute Vormittag und gestern auch schon abends. Und immer, wenn ich die Tür aufmache und auf irgendwas Hunger habe, dann finde ich es da nicht. Es ist einfach nicht drin, worauf ich Appetit habe oder worauf ich Hunger habe. Und ich mache den Kühlschrank immer wieder auf, aber der Inhalt verändert sich nicht wirklich. Ja, das kenne ich gut. Das ist sehr frustrierend. Das ist frustrierend. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, vielleicht ist es besser, nichts zu essen, als einfach nur irgendwas in sich reinzustopfen. Also irgendwas zu essen, worauf man gar keinen Hunger hat, worauf man gar keinen Appetit hat, was einem vielleicht auch gerade gar nicht so richtig zusagt. Vielleicht ist es dann besser, einfach nichts zu essen. Und so richtig Hunger habe ich dann ja auch nicht, sondern es geht ja eher darum, dass man irgendwas füllen will. Klingt nach Appetit. Ist vielleicht das richtigere Wort als Hunger. Klingt nach etwas, was man kriegt, wenn man eigentlich satt ist und der Magen zumindest gar nicht knurrt und man gleichzeitig trotzdem so dieses Gefühl hat, ich hätte aber gerne, das wäre jetzt nett, wenn. Der Schokopudding nach dem reichhaltigen Mittagessen zum Beispiel, so was Süßes geht immer, obwohl man eigentlich pappsatt ist. Ja. Was ja dann irgendwie wieder auch was mit der Überschrift zu tun hat, nämlich wann will ich dann Brioche und wann will ich Schwarzbrot? Also das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, ob ich eher Hunger oder eher Appetit habe. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Wenn ich so richtig drüber nachdenke, ist Brioche ja nichts, was jetzt so richtig satt macht. Also du hast es eben so schön beschrieben mit Butter und Erdbeermarmelade und mir lief so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Aber tatsächlich ist das ja etwas, was man eher isst, wenn man so einen leichten Hunger hat oder vielleicht eher so einfach Bock auf was Geiles zu essen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nachher Brioche besorgen. Ich fand dieses ganz spannend. Ja, dieses, genau, wenn man Lust hat, was zu essen, dann greift man, finde ich, auch eher zum Brioche. Und ich frage mich, dieses Schwarzbrot, ich finde, das ist emotional total unterschiedlich besetzt. Also wenn ich richtig, richtig doll Hunger habe, dann nehme ich tatsächlich auch eher das Schwarzbrot. Aber Schwarzbrot ist auch manchmal irgendwie gefühlt langweilig oder nicht nur positiv besetzt. Total. Schwarzbrot ist was Schweres, was irgendwie, wo ganz viel drinne steckt. Aber das muss man ja auch verdauen. Also das ist ja auch etwas, was vielleicht so ein bisschen schwer im Magen liegt, was so ein bisschen den Magen nochmal anders füllt. Und Schwarzbrot verbinde ich immer mit etwas, was auch so ein bisschen Arbeit bedeutet. Also Schwarzbrot ist hart, ist irgendwie nicht so soft und schön wie Brioche, sondern etwas, wo der Körper auch sich ein bisschen anstrengen muss, damit das irgendwie gut verarbeitet und die Nährstoffe gut rausgezogen werden können. Ich kenne den Begriff Schwarzbrot aus meiner Kindheit und Jugend, aus Bibelstunden ganz viel. Da bedeutete das immer Arbeit. Das waren immer die Bibelstunden, wo mindestens eine Person zumindest so ein bisschen geweint hat. Das war was, was hart war, was irgendwie anstrengend war. Schwarzbrot in dem Zusammenhang war immer auch ein bisschen schmerzhaft vielleicht und ein bisschen, nee, nicht nur ein bisschen, sondern sehr herausfordernd. Was hat das herausfordernd oder schmerzhaft gemacht? Ich glaube, zum einen war es die Art und zum anderen war das immer so auch konnotiert. Also es war klar, wenn es Schwarzbrot-Andachten gibt oder Schwarzbrot-Themen in der Bibelstunde, dann ist das dann wird das nicht spaßig. Dann geht es nicht darum, sich gut zu fühlen, sondern da geht es darum, so ganz tief reinzuhorchen und zu gucken, wo Dinge vielleicht nicht so richtig laufen. Es war immer auch ein bisschen mit Angst besetzt, glaube ich, tatsächlich. Mit so einer vagen Angst, ja. Und hat das dazu geführt, dass du mehr Brioche willst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das schon auch seine Berechtigung hat an irgendeiner Stelle. Ich würde es auch nicht ganz weglassen, aber so eine Brioche ab und zu macht Spaß, gibt mir ein gutes Gefühl, macht was, macht irgendwie so ein bisschen Leichtigkeit und lässt das ganze Glaubenskonstrukt irgendwie auch ein bisschen, gibt ihm ein bisschen Freude zurück, ein bisschen bei sich sein, bisschen auf sich hören, was brauche ich gerade. Und ich glaube tatsächlich, so wie wir
nicht immer nur Schwarzbrot essen können und es ab und zu mal was braucht, worauf man einfach Lust hat. So ist das vielleicht auch in dem Zusammenhang. Für mich ist ja Schwarzbrot im Glauben nicht unbedingt schmerzhaft besetzt oder so. Für mich hat das ganz viel mit Lernen zu tun. Ich bin jetzt 45, bin in der Baptistengemeinde groß geworden. Ich kenne alle, gefühlt alle Bibelgeschichten immer gehört. Und für mich ist Schwarzbrot, wenn ich im Gottesdienst sitze und wenn ich eine Predigt höre, die mir einen Aspekt sagt, einen Gedanken oder eine Perspektive, die ich so vorher noch nicht gedacht habe. Mhm. Das muss nicht immer die Riesenerkenntnis sein, aber einfach mich mitnehmen auf eine Strecke, die ich noch nicht gefühlt in den 45 Jahren 100-mal gedacht, gelesen, gehört habe, sondern wenn es was ist, wo ich tatsächlich merke, oh, das, was ich bisher gedacht habe, das könnte doch auch irgendwie nochmal anders sein. Oder es könnte eine andere Perspektive geben, die auch richtig ist. Vielleicht gar nicht ausschließlich, aber wo beides seine Berechtigung hat oder eben noch mehr, wo ich herausgefordert bin. Das ist für mich tatsächlich dann der Schwarzbrot-Moment, wo ich merke, ah, da strecke ich mich, da wachse ich, da werde ich größer. Und Brioche ist für mich dann eher das, wo ich sagen kann, ich lasse meine Seele baumeln. Ich muss nicht denken, ich muss nicht den Kopf anstrengen, sondern ich finde Brioche, um mal dieses Bild zu nehmen, das ist was Hochemotionales, weil es eher ein Gefühl ist. Mhm. Wie bin ich, wie nah fühle ich mich vielleicht auch Gott? Wie entsteht in mir ein Gefühl von Nähe und Gemeinschaft? Und da ist, also zum Beispiel dann vielleicht tatsächlich eher der Lobpreis oder das Singen oder auch Gebetszeiten, was, wo ich merke, das ist dann eher für mich was Leichteres. Wo es auch ein bisschen um darum geht, was du brauchst in dem Moment, oder ist das davon unabhängig? Ich glaube, ich brauche das beides. Mhm. Das ist nicht nur das eine oder das andere, sondern ich möchte herausgefordert sein. Also das ist tatsächlich für mich der Inbegriff von dem Schwarzbrot, dieses Gefühl von, ich möchte herausgefordert werden. Ich möchte nicht bei dem bleiben, wo ich bin. Und gleichzeitig gibt es ja aber die andere Seite, dass ich nicht immer nur in der Herausforderung sein kann. Ich glaube, das ist wie in so Stufen. Wenn man dann so eine Strecke gewachsen ist, also dann braucht man auch was, wo man sich wieder drauf ausruhen kann, bevor man dann den nächsten Schritt nach oben oder weitermacht. So das. Ja. Was ist denn für dich heute Schwarzbrot, wenn du sagst, in deiner Kindheit ist das negativ besetzt gewesen oder auch mit Angst? Das hat sich tatsächlich sehr verändert. Also das würde ich heute, glaube ich, nicht mehr so sehen. Das Gefühl ist manchmal noch da bei dem Begriff, weil es dann so aufploppt. Aber ich weiß ja auch mittlerweile, dass ein gesunder Körper, um nochmal bei unserem Bild zu bleiben, von Schwarzbrot natürlich viel mehr hat, als er von Brioche hat, was Entwicklung und Wachstum und irgendwie auch so gesundheitliche Aspekte betrifft. Und deshalb ist mir das jetzt auch völlig klar, dass das Schwarzbrot gut ist. Und ich glaube, es geht tatsächlich, geht es für mich im Leben darum, irgendwie weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln, Dinge neu zu denken, neue Aspekte kennenzulernen, wie du auch schon sagtest, sich herausfordern zu lassen. Und das macht Brioche, glaube ich, nicht. Brioche ist lecker, aber die hilft mir nicht so weiter. Und ich habe mir gerade vorgestellt, als du sagtest, sich auszuruhen, ja, es liegt sich bequemer auf so einem fluffigen Teig aus Hefe als auf so einem harten Schwarzbrot. Aber immer nur ausruhen geht ja auch nicht. Also man muss sich ja auch irgendwie weiter fortbewegen. Und deshalb ist Schwarzbrot für mich mittlerweile, ich würde das Wort, glaube ich, nicht benutzen, aber ich glaube, es ist für mich mittlerweile etwas, was es braucht, um zu werden, wer man werden will oder wer man werden soll. Und das braucht eben mehr als so ein bisschen ganz leichtes, ganz fluffiges. Das braucht vielleicht ein anderes Fundament. Das braucht vielleicht die Körner, die enthalten sind und die Vitamine, die enthalten sind im Schwarzbrot. Und deshalb ist Schwarzbrot für mich das, was, wie auch immer das dann in jeder jeweiligen Situation und Lebensphase aussieht, das, was mein Glaubenskörper in Anführungszeichen irgendwie stärkt und ihm Kraft gibt und ihm das gibt, was er braucht.
Aber ich kann voll verstehen, dass man ab und zu auch mal sich ausruhen muss und dass man ab und zu mal auch was Süßes braucht, was eben nicht nur satt macht, sondern was eher, ja, Appetit stillt. Und was heißt dann für dich in dem Zusammenhang das, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich vielleicht dann lieber gar nichts essen, als sich mit zu wenig zufrieden zu geben oder mit dem Falschen oder vielleicht mit, ich sag mal, vielleicht auch mit alttraditionell Bewährtem, was wir vielleicht auch so gelernt haben? Ich glaube tatsächlich, da ist immer noch was dran. Nur zu essen, weil etwas da ist, ich glaube, da muss der Hunger schon wirklich groß sein. Also wenn man so wirklich, wirklich Hunger hat, dann ist es, glaube ich, noch mal eine andere Sache. Dann stürzt man sich wahrscheinlich auf alles, was vor einem liegt. Und dann ist es vielleicht auch egal, ob man das gerade lecker findet oder nicht. Aber ich glaube, Dinge nur zu sich zu nehmen, weil es nichts anderes gibt und man aber wenn man die Möglichkeit hat, das zu suchen, was man gerade gerne hätte oder was man brauchen würde, dann würde ich vielleicht tatsächlich sagen, dann habe ich vielleicht lieber Hunger und warte auf das, was... Vielleicht, wenn ich Hunger habe und mir was koche, dann lohnt es sich vielleicht ja zu warten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal kommt man nach Hause, hat einen Bärenhunger, will eigentlich was kochen und snackt in der Zwischenzeit aber schon so viel, weil man so hungrig ist, dass man es nicht abwarten kann. Und eigentlich ist das nicht cool, weil man dann nicht mehr Appetit hat auf das, was man gekocht hat. Und mich macht das unzufrieden tatsächlich, dass ich dann einfach nur Kram in mich reingestopft habe. Und vielleicht ist es da ähnlich, wenn ich mir einfach nur hole, was da ist und nicht die Geduld habe, auf das zu warten, was mir jetzt wirklich gut tun würde. Das warme Essen, was da eigentlich auf mich warten könnte, wenn ich mich etwas mehr zusammenreißen könnte, dann würde es mir vielleicht besser gehen. Dann wäre ich vielleicht zufriedener mit dem, was ich dann mir zuführe. Ich finde das ganz spannend, wenn ich mal auf das, was du gesagt hast, übertrage auf unsere ganz normalen Gemeindesituationen, in denen wir ja ganz häufig, was Gottesdienste angeht, so eine Spaltung irgendwie erleben. Mhm. Also, weil wir Gottesdienste erleben und merken, die sind irgendwie ganz häufig ja doch auch ein Kompromiss. Ein Kompromiss aus den verschiedenen Dingen, wo Menschen sagen, das brauche ich, um in Gottes Nähe zu kommen, um zu wachsen, um seine Gegenwart zu spüren und uns zu ihm hinzubewegen. Und da frage ich mich, ob das, was du gerade sagst, nämlich sich dann nicht zufrieden zu geben mit dem, was man gelernt hat oder was man kennt, womit man so auch eine Strecke gegangen ist, also quasi einfach das zu nehmen, was da ist, ob sich an der Stelle dann auch was an Konflikt zwischen Generationen auch zeigt. Also zu sagen, das, was da ist, ist ja in Ordnung, aber vielleicht wollen Menschen was anderes oder suchen was anderes. Und da merken wir ja schon, dass die Bedürfnisse zwischen, ich sag mal, vielleicht klischeemäßig dann auch Jüngeren und Älteren sich doch irgendwie auch unterscheiden. Was denkst du? Also ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Problem ist. Und vieles, was wir ganz natürlich benutzen oder mit dem wir ganz natürlich umgehen, ich weiß noch nicht mal, ob das immer was mit persönlichem Geschmack zu tun hat oder mit Gelerntem. Ich glaube, viele Traditionen sind einfach gelernt und wir hinterfragen nicht, weil wir nicht gelernt haben zu hinterfragen. Und es ist wie mit dem Essen, die Geschmäcker sind verschieden. Ein klassischer, in Anführungszeichen, Gottesdienst mag für manche gut sein und für manche nicht. Und ich finde, diejenigen, die sagen, mir ist das zu wenig oder mir ist das zu viel oder das passt nicht zu mir, sollten die Möglichkeit haben, zu überlegen und zu suchen, was zu ihnen passt. Also eben nicht immer nur den Kühlschrank aufzumachen und zu gucken, dass sich an dem Bild nichts verändert hat und festzustellen, dass nichts für sie dabei ist, sondern dann zu überlegen, wie kriege ich das denn in diesen Kühlschrank, was ich brauche, was mir wichtig ist, wonach ich Hunger habe. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein massiver Generationenkonflikt. Der Spaltung ist ein krasses Wort, aber ich glaube, letztlich ist es das. Es ist keine endgültige Spaltung, aber es führt dazu, dass wir uns nicht begegnen. Weil die einen irgendwie das gut finden und daran festhalten und die anderen sagen, das reicht mir nicht oder das ist nicht meins und sich auf die Suche machen,
Aber diese Suche führt sie offenbar nicht zu denen, die festhalten an dem Althergebrachten. Jetzt lehnen wir uns ganz schön weit aus dem Fenster, habe ich das Gefühl. Ja, das ist bestimmt so. Und ich glaube, dass es, das klingt natürlich jetzt wieder so kompromissmäßig und irgendwie nett und gefällig, aber ich glaube, dass tatsächlich tief im Innern, dass wir ja beides brauchen. Mhm. Also, dass wir das Schwarzbrot brauchen und dass wir aber auch uns das Brioche nehmen können. Und ich finde das so spannend, dann an der Stelle auch zu gucken, was ist denn Schwarzbrot für mich und was ist das Brioche? Und als wir eben uns unterhalten haben, war es ja so, dass für dich das Schwarzbrot was ganz anderes war als für mich. Und dass es auch vielleicht aus der Biografie heraus unterschiedlich besetzt ist. Und trotzdem haben wir beide uns damit beschäftigt. Und dieses Suchen nach, was ist denn Schwarzbrot und was ist für mich Brioche? Und dann auch zu sagen, ich darf auch beides haben. Total. Ich darf diese Momente haben und ich darf auch noch Dickbutter und Erdbeermarmelade drauf machen und es mir einfach gut gehen lassen. Und muss nicht immer nach der Tiefe oder nach dem Wachsen suchen, sondern darf es mir einfach auch nochmal gut gehen lassen in Gottes Gegenwart. Das steckt für mich, glaube ich, ganz tief in dem Brioche drin. Ja. Ja, und ich glaube, wir würden Gott ganz Unrecht tun, wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass er Ausgewogenheit möchte für uns. Also, und Ausgewogenheit bedeutet für mich eben auch mal über die Stränge schlagen zu dürfen, auch mal das zu nehmen, was vielleicht keinen nahrhaften Inhalt hat, aber mir einfach gut tut, mir einfach ein gutes Gefühl gibt. Und auf diese Weise, du sagtest es ja schon, ihn auch noch mal irgendwie erlebbarer, anders erlebbar, anders erfahrbar für mich macht. Und was tatsächlich Brioche und was Schwarzbrot ist, das, glaube ich, kann man gar nicht pauschal sagen. Dafür sind wir zu unterschiedlich. Und für die einen ist es eine klassische Bibelstunde und für die anderen ist es was ganz anderes. Also das würde ich mir auch gar nicht anmaßen wollen, das irgendwie so kategorisch einzuteilen. Nee, ich glaube, das geht nicht. Aber es führt uns dahin, dass wir alle, also jeder hat die Verantwortung, für sich herauszufinden letztendlich, was brauche ich denn? Also wie lebe ich mein Glaubensleben und wie sorge ich dafür, dass ich die richtigen Dinge tue, habe, in Kontakt bin, in Gemeinschaft bin, damit ich wachse und damit es mir gut geht. Also um das Bild noch mal ein bisschen plastisch zu bedienen, am Ende bin ich selber dafür verantwortlich zu gucken, was in meinem Kühlschrank ist. Und ob ich da nur Schwarzbrot habe oder nur Tomatenmark oder ob da auch das Brioche drin liegt und ich so gucken kann, was kann ich tun, damit es mir gut geht, damit ich wachse und dann auch sagen, und dann, wenn ich da sehr bewusst bin, darf ich eben auch beides haben. Aber ich komme um diese Strecke, mich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich, um im Glauben zu wachsen, eben nicht rum. Und dann kann es mal sein, dass ich sage, ich brauche eine gute Predigt, ich brauche was, wo ich Lehre habe. Es kann ja aber auch sein, dass ich einfach auf der Suche nach Gemeinschaft bin und Austausch, wo Menschen sich Glaubenserfahrungen teilen und erleben, erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Vielleicht ist es das Bibelstudium, vielleicht ist es aber auch der Lobpreisabend oder der Spaziergang am Meer. Ja, es ist tatsächlich so unterschiedlich, wie unterschiedlich wir sind. Und ich finde es schade, dass wir uns manchmal so sehr darüber streiten, was so das Richtige ist. Dass wir uns darüber so ein bisschen in die Haare kriegen, welche Priorität die einzelnen Elemente haben sollten und was gut ist und was nicht. Und das finde ich tatsächlich schwierig. Ich kann ja nicht für dich bestimmen, was dir gut tut, genauso wie du nicht für mich bestimmen kannst, was mir gut tut. Da würde ich mir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Toleranz wünschen oder ein bisschen mehr Offenheit, den oder die andere stehen lassen zu können, wie er oder sie ist, mit den Bedürfnissen, die er oder sie hat, die ja ganz anders sind als die meinen unter Umständen. Ja, wenn das gelänge, dann könnten Gottesdienste, auch wenn sie nicht so sind, wie ich sie vielleicht für mich genau alleine bräuchte, trotzdem eine große Kraft entfalten, weil ich weiß, das, was hier passiert, das tut vielleicht jemand anders gut. Und ich kann trotzdem meine Wünsche ja einbringen oder mich selber auch einbringen und kann teilhaben an dem Ganzen und auch Anteil nehmen oder mich selber einbringen. Na, das wäre doch mal was, oder? Wenn wir alle irgendwie das Gefühl hätten, dass es uns betrifft, auch wenn es nicht immer exakt das Gleiche das ist, was wir erwarten würden. Aber wenn wir wissen, wo wir das herkriegen, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Es gibt einen Bibeltext, den ich hier ganz passend finde. Und wenn du
mir erlaubst, würde ich ihn einmal kurz lesen. Aus Epheser 4, die Verse 15 und 16. Dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Amen. Amen. Du bist ein wunderbarer Herr, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandre ich im finstern Tal, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Herr. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch, ich komm. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer. Ich komm an deinen Tisch, ich komm. Ich komm und ich bin. Was ist in deinem Glauben Schwarzbrot? Und was ist Brioche? Was macht dich satt? Und was tut dir gut? Lass es uns doch wissen. Gerne im Gemeindeslack unter dem Channel gehört. Wir freuen uns über einen regen Austausch, Bilder oder vielleicht kleine Berichte, was euch wachsen lässt, was für euch Schwarzbrot ist und was Brioche.
Ich bete in Anlehnung an Günther Mahler und Dieter Falk. Große Liebe dieser Welt, wir suchen dich. Manchmal haben wir Durst und Träume und wollen uns nicht so schnell abspeisen lassen von den einfachen Antworten. Wir wissen, du bist die Quelle für das echte Leben, ohne Schein. Du gibst uns Mut, uns auf den Weg zu machen, die Einsamkeit und unsere ewig gleichen Kreise zu durchbrechen. Du hast uns gehört und lässt dich von uns finden. Du bist unsere Sicherheit, sodass wir loslassen können, was uns noch festhält. Du bist unsere Wärme in einer kalten und regennassen Nacht. Du schenkst uns Kraft, sodass wir deine Liebe spüren und weitergeben können. Du schenkst uns Vergebung, sodass wir vergeben dürfen und gemeinsam für liebevolles Miteinander einstehen. Du bist der Weg und leitest uns heraus aus alten Zwängen. Du bist die Wahrheit und lässt dich von uns finden. Und du bist das Leben und aus dir lieben wir. Amen. Und der Friede unseres liebenden Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre all unsere Herzen und Sinne in unserem liebenden Herrn Jesus Christus. Amen.